Juhu, ihr Life is Strange Before the Storm Fans und Rachel Amber Lovers. Heute wird's interessant, denn wir spillen die ganzen Gerüchte, die momentan im Umlauf sind. Mich hat ein Zuschauer darauf angehauen, dass er mich gegebenenfalls ein Before the Storm 2 in Planung ist. Es gab nämlich Hinweise, dass A, Deck 9, die Entwickler von Before the Storm, jetzt auch mit Square Enix eine Kooperation eingegangen sind. Und Kylie Brown, die Synchronsprecherin von Rachel Amber in Before the Storm, hat auch gesagt, dass sie derzeitig in Los Angeles an einem Projekt arbeitet. San Fran, y'all can go on vacation with me though. That's right. she was up in San Francisco, and are we allowed to talk about this? So Kylie was up in San Francisco working on another video game. Yeah. We can't say anything else about it. Und das hat sie in einem Videospiel-Livestream gesagt, was sehr interessant ist, weil das erste Videospiel, was sie synchronisiert hat, war Life is Strange Before the Storm. Natürlich sagt das nicht aus, dass jetzt ihre zukünftigen Projekte auch nur Before the Storm sind, weil letztendlich hat sie wahrscheinlich mit diesem Projekt auch so einen Fuß in die Industrie gefasst, könnte ich mir vorstellen. Man könnte jetzt natürlich aber auch schlussfolgern, weil sie ja grundsätzlich eher als Schauspielerin tätig ist, dass sie sich wirklich vielleicht nur auf dieses Projekt beschränkt, weil sie eigentlich nur diese Rolle so gefeiert hat und das so cool fand. Bezüglich Deck 9 sieht man, dass das letzte entwickelte Spiel von ihnen auch Before the Storm war, also dazwischen kam gar nichts, also hätten sie ja im Prinzip so ein bisschen Leerlauf gehabt, um schon die Konzepte für ein anderes Projekt auszuarbeiten, was gegebenenfalls dann auch schon synchronisiert wird. Und davor haben sie erstaunlich viele Handyspiele rausgebracht, also Before the Storm war so quasi das erste Ding, was so ein bisschen anders war, und von diesem Zeitpunkt an haben sie auch ihren Firmennamen geändert und wollten sich auch mehr auf diese storybasierten Spiele fixieren. Also lässt sich auch erwarten, dass eher in die Richtung was passiert und jetzt nicht auf die alte Handy-Games-Schiene zurückgehen würden. Man hat ja auch gesehen, wie viel Erfolg Before the Storm hatte. Also wäre es ja ganz schön dumm von ihnen, was anderes zu machen. Und da Square Enix ja auch schon mit Don't Nod zusammengearbeitet hat, um den ersten Teil rauszubringen, könnte ich mir ziemlich gut vorstellen, dass sie da direkt nochmal anknüpfen wollen. Ein sehr großer Punkt, der nicht zu verachten ist, ist natürlich auch, dass es von der Community und den Fans total gewünscht wurde, dass noch ein weiterer Teil kommt. Gerade, weil man ja immer noch nicht so viel über Rachel Amber weiß, und so eine Story, die sich auf Rachel Amber fokussiert, könnte man sich ja doch ganz gut vorstellen. Dieser Beiname Before the Storm bezieht sich ja immer auf diese Storyline, dass es eben vor diesem krassen Max und Chloe-Geschehen abläuft. Das könnte darauf hinweisen, weil Chloes Geschichte ja jetzt auch schon erzählt ist, dass dieser Teil sich wirklich nur auf Rachel Amber fixiert und es vielleicht wirklich mal endlich um ihr Verschwinden geht. Natürlich sind das bis zum jetzigen Zeitpunkt noch Mutmaßungen, aber es kommen halt so viele kleine Details zusammen und vielleicht ergibt sich da ja irgendwann noch ein bisschen mehr. Schreibt mir doch mal eure Vorstellungen zu einem weiteren Before the Storm-Teil in die Kommentare, dann würde ich daraus auch sehr gerne tatsächlich ein weiteres Video schustern, was die Inhalte des Before the Storm 2 sein könnten. Ich bin auf jeden Fall super gespannt und fände es natürlich sehr cool, wenn in diesem Universum auch noch ein bisschen mehr rauskommen würde. Wir haben zwar so unsere Comics und so für die ganzen Chloe und Max Shipper, aber es ist ja immer noch nicht klar geworden, was mit Rachel passiert ist. Also fände ich das natürlich auch cool, wenn da mal so ein bisschen Licht ins Dunkel kommen würde. Also schaut auch auf meinen Social Media Kanälen vorbei, schaut euch die anderen Videos an und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es hoffentlich mehr Diskussionsstoff gibt. Also bis dann. Bye bye, Shaka Bra!